Wenn ich jetzt Rechtsklick drücke, bekomme ich einen Granatwerfer in die Hand und kann diesen riesigen Turm einmal anschießen. 3, 2, 1. Ich habe auf jeden Fall hier was vorbereitet, und zwar einen Holzturm, einen Steinturm und ein Haus. Und was wir machen werden, ja, wir werden erstmal von klein bis große Perse, die, sage ich mal, Explosionskraft besitzen, uns langsam hocharbeiten. Und deswegen fangen wir hier direkt mal mit Pengulette an. Er hat die Fähigkeit, dass man ihn in so einen Raketenwerfer stecken kann. So wie hier jetzt. Flup, da ist er drin. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt abfeuere und er irgendwo drauf knallt, dann ist er eben ausgenockt. Deswegen habe ich mich vorbereitet und habe schon mal 3 Pengulets hier reingestopft. Oh nein, die Fähigkeit ist ausgelaufen. Ich habe zu lange gebraucht. Seid auf jeden Fall aufs Ende gespannt, denn da baue ich noch etwas Extravagantes. Aber um nicht länger warten zu müssen, schießen wir hier auf den Holzturm mit dem ersten Pengulett in 3, 2, 1, zack! Oh, oh, der ganze Turm ist plötzlich weg. Okay, das habe ich gar nicht erwartet. Dann sammle ich hier das Holz einmal wieder auf. Okay, das war eine riesige Zerstörung. Dann machen wir hier direkt weiter mit dem Steinturm. Hol ich mein Pengulett raun, komm mal rein hier in den Raketenwerfer. Und wir schießen mal oben hin. 3, 2, 1, los! Genauso viel Schaden. Geht der Turm kaputt? Ah, der hat auf jeden Fall einiges hier ausgehalten. Finde ich sehr, sehr stark. Dann müssen wir jetzt aber gleich noch herausfinden, wie viel Zerstörung an diesem Haus gemacht werden kann. Aber weil Pengulette den Turm hier nicht besiegt hat, muss ich das Haus dem überlassen, der es auf jeden Fall diesen Turm hier vernichten kann. Bedeutet, ich baue hier einfach ganz entspannt wieder den Turm auf, damit wir direkt beim nächsten weitermachen können. Als nächstes auf der Liste habe ich den Toco Toco. Er sieht nicht nur extrem goofy aus, sondern ist auch einfach irgendwie ganz komisch. Aber er hat eine coole Fähigkeit. Wenn ich ihn einmal hier in den Arm nehme, dann kann ich auf sein Popo klatschen, dass da Eier rauskommen, die explodieren. Ich habe den Holzturm jetzt nicht mehr so groß gemacht. Deswegen, wir probieren es hier einmal aus. Toco Toco, Ei in 3, 2, 1 und los! Oh, das macht schon sehr viel Schaden. Ich kann das hier natürlich öfters machen. Boah, das macht richtig viel Schaden. Aber weniger als das Pengulett, muss ich sagen. Oh, die ganze Fähigkeit reicht nicht mal aus. Hier das letzte Ei. Nein, es hat tatsächlich die komplette Fähigkeit nicht ausgereicht, um diesen Turm hier zu vernichten. Das heißt, unser Toco Toco ist eigentlich komplett useless. Was kannst du eigentlich, Mann? Komm sofort her! Nachdem Toco Toco es nicht geschafft hat, den Holzturm wegzusprengen, darf er leider auch hier an diesem riesigen Steinturm nicht hantieren. Geschweige denn am Haus. Also machen wir direkt mit dem nächsten Kandidat weiter. Und wenn euch das Video bis dahin jetzt schon gefällt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, um sowas nicht mehr zu verpassen. Und hier kommt unser nächster Kandidat, Mosander. Und zwar in der Lux-Variante. Finde ich mega cool. Den gibt es nämlich noch als Gras-Variante, also als Pflanzentyp. Aber ich finde, mit diesem Irokese da oben, das steht ihm schon sehr, sehr gut. Und was auch sehr cool ist, ich kann ihn reiten. Wenn ich jetzt allerdings Rechtsklick drücke, habe ich einen Granatwerfer in der Hand. Aber jetzt ist es auf jeden Fall klar, warum Perwold so ein tolles Spiel ist. Und dann probieren wir das Ganze einfach mal hier, diesen Holzturm wegzusprengen. 3, 2, 1 und los! Das ging sofort, aber sofort. Der Holzturm ist einfach weg und da hinten fliegen noch die Teile rum. In Slow Motion. Okay, dann haben wir jetzt hier unseren riesigen Steinturm. Ich fange mal oben an, nicht, dass der direkt kaputt geht. Deswegen, ich hüpfe sogar. Der kann nämlich super hoch springen, finde ich. Und gleiten vor allem. Deswegen 3, 2, 1 und Schuss. Boah, macht das viel Schaden. Okay, gleich nochmal. Der kann das nämlich öfters. Die oberste Schicht ist aber noch nicht weg. Oh mein Gott. Jetzt ist die oberste Schicht aber weg. Also nicht ganz. Die Wände fehlen hier noch. Das muss natürlich auch weg. Er hat alles zerstört hier. Ich glaube, der Mosander kriegt hier den ganzen Turm weg. Wenn wir uns jetzt hier mal ein bisschen anstrengen. Boah, das macht so viel Schaden. Hier, die komplette Wand ist einkollabiert. Die nächste Wand kommt schon. 3, 2, 1. Da mach jetzt nicht schnapp. Oh, ein bisschen ist was weg. Komm schon. Oh, fast das ganze Grundstück ist jetzt hier weg. Bisschen Wand und Boden steht, aber das macht Mosander im Handumdrehen weg. Boah, das war stark. Und er hat sogar noch ein, zwei Schüsse übrig, sehe ich gerade. Das bedeutet, dass Mosander unser erstes Tierchen ist, was hier das Haus angreifen darf. Also würde ich nicht lang rumquatschen, sondern 3, 2, 1 und zack, es geht los. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Und der letzte Schuss.
Der letzte Schuss hat's gemacht. Das ist krass, aber der Boden steht noch. Das heißt, Mosander hat mit den drei Schüssen nicht alles geschafft. Ja, die Kisten stehen noch, der Boden steht noch, der Ofen ist ein bisschen zwar angehauen, das Bett auch, aber alles in allem, der Boden steht noch, das Haus wurde nicht vollständig zerstört. Das bedeutet, ich muss es wieder aufbauen, beziehungsweise muss ich alles wieder aufbauen. Ey Leute, dieses Aufbauen braucht wirklich so lange. Bitte lasst ein Like auf diesem Video da. Wir sehen uns gleich wieder. Hui! Und da sind wir wieder zurück. Ich habe den Turm noch ein Stückchen größer gebaut und das Haus jetzt ohne Dach gelassen. Das war mir jetzt ein bisschen zu doof. Aber wir haben unseren letzten Kandidaten und zwar Relaxarus. Wenn ich mich auf ihn drauf sitze, dann habe ich nämlich hier so Zielsuchraketen. Und ich glaube, damit kriegen wir hier auf jeden Fall alles kaputt. Da bin ich mir schon so gut wie sicher. Und fangen mit diesem Häuschen an. 3, 2, 1 und los geht's! Ach, die Zielsucherraketen fliegen zu den Hells. Und dann sollte ich mich mal lieber hier hinstellen und los! Oh ja, das ist einfach komplette Zerstörung. Aber das fliegt hier ein bisschen. Oh, wo gehen die denn? Oh, was passiert hier? Okay, das war so jetzt nicht gewollt. Kriegen wir das hier noch kaputt? Nein, die Raketen gehen hier zu den anderen Pals. Das ist so natürlich nicht gewollt. Ja, ich hab's noch kaputt bekommen. Das war tatsächlich ein nicht zu erwartendes Ergebnis für mich. Ich habe gedacht, dass hier Relaxarus mit den Zielsuchraketen auf jeden Fall richtig viel Schaden machen wird. Hat sich jetzt allerdings rausgestellt, dass dadurch, dass sie sich so auf Pers fixieren, nicht an die Objekte hingehen. Ich hätte gerne gesehen, wie dieser Turm nochmal kaputt geht. Aber das heißt, ich kann euch gleich noch meine Geheimwaffe zeigen, beziehungsweise das, was ich vorher erwähnt habe, die kleine Besonderheit. Wir nehmen jetzt einfach nochmal hier unseren Mosander-Look. Und machen diesen Turm nochmal kaputt. Aber diesmal unten. Ich will ihn komplett einstürzen sehen. Na komm schon, viel kannst du nicht mehr aushalten. Yo! Wie nice, dass sie einstürzt. Das Stein fliegt in Slow Motion. Jetzt will ich auch, dass dieses Haus zerstört wird. Ja! Mosander ist der Stärkste. Das konnten wir jetzt zumindest herausfinden. Und das ganze Haus ist weg. Also das heißt, wenn Mosander hier mein kleiner Liebling ist, weil er die meiste Zerstörung verursachen kann, werde ich jetzt nämlich ein Riesengebäude aus Metall bauen, wo wir dann einfach auch nochmal testen, wie viel Mosander da an Schaden machen kann. Und ansonsten, wenn es nicht funktioniert, packe ich meine Geheimwaffe aus. Seid gespannt. Bedeutet, ich gehe jetzt einfach mal hier hin und fange das Ganze an mit Fundamenten zu bauen. Das sind jetzt hier Metallfundamente. Mach das Ganze jetzt auch zusammen mit euch im Video, damit ihr auch mal seht, wie das Ganze mit dem Aufbauen funktioniert. Ich muss jetzt zum Beispiel diesen Steinhaufen hier loswerden. Also packe ich meine Diamantspitzhacke aus, mach diesen Steinhaufen einmal kurz weg. Und dann geht's auch schon weiter. Will da wirklich jetzt ein riesen Gebäude draus machen, beziehungsweise schon eigentlich fast eine Halle. Ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen. Wir machen jetzt noch hier so eine Reihe nach vorne. Das ist auf jeden Fall die Grundfläche. Das Metallgerüst hat 2000 HP, wie man hier sehen kann, und es regeneriert von alleine. Habe ich das gerade richtig gesehen? Na, egal. Mache ich mir hier eine Metalltür hin, dann können wir rein und rauslaufen. Obwohl Metall das stärkste Material jetzt hier in Palworld sein soll, finde ich, das sieht ziemlich hässlich aus. Ich würde mein Haus da jetzt wirklich nicht so bauen. Waren hier natürlich noch eine Metalltreppe hin, die auch sehr hässlich aussieht. Aber egal, ist ja jetzt nicht fürs Auge. Wir testen hier etwas für die Wissenschaft. Neben der Tür möchte ich zwei Fenster haben, damit ich immer sehe, was abgeht. Und dann baue ich hier schon mal die Wände. Mach die auf jeden Fall drei groß. Ah, das ist hier ein bisschen hier Fortnite so. Oh, hier noch die Wand drei hochziehen. Das wird richtig spannend. Ich bezweifle, ob Mosander das hier kaputt machen kann. Vielleicht ein Teil, wenn ich auf eine große Fläche permanent schieße, aber ich glaube, das Ganze hier wird Mosander nicht kaputt machen können. Ich krabbel da mal eben eine Runde. Wir wollen ja schließlich nicht, wenn es regnet, dass es hier reinregnet. Also brauchen wir ein Dach, damit es schön gemütlich bleibt. Und die letzten zwei Dachplatten drin und wir haben es dicht gemacht. Aber das Dach wäre natürlich flach, sehr hässlich, deswegen machen wir uns hier schöne Dachschrägen rein. Also sie sind natürlich aus Metall, deswegen sind die auch nicht schön anzuschauen, aber besser als so ein komplettes Flachdach. Ich sehe gerade, dass diese Metalldächer so Lücken haben. Das soll, glaube ich, aber so nicht sein. Das sieht ganz komisch aus. Ich hoffe, ich habe jetzt hier die Mitte mal irgendwie erwischt. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Oh ja, ich habe hier eine Reihe zu viel gemacht, aber die reißen wir hier einfach ganz gediegen ab und dann haben wir ein perfekt zentriertes Dach hier.
Oh, sieht das nicht cool aus? Boah, das ist ein Riesengebäude. Dann machen wir natürlich hier noch das Dach zu, damit es auch nach einem richtigen Dach überhaupt erst aussieht. Dann ist das Haus jetzt offiziell fertig und es ist so riesig. Ey, das ist so riesig. Dann will ich es jetzt aber auch zerstört sehen. Das heißt, Mosander, wir müssen einmal abräumen. Los geht's. Okay, das Metallzeug hält auf jeden Fall viel, viel mehr aus. Ich glaube, Mosander kann das nicht abräumen. Ich schieße weiter auf diese eine Stelle hier. Oh, das wird nichts. Das wird nichts. Ich glaube, da wird keine einzige Wand gebrochen. Und letzter Schuss. Nein, hier ist nichts kaputt gegangen. Mosander hat es nicht geschafft. Oh, wow. Okay, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also, Leute, wird es jetzt Zeit für meine Geheimwaffe. Ich ziehe mich mal kurz schnell um. Zack, ich bin umgezogen, hab die Diamantspitzhacke da. Und wenn ich jetzt Folgendes in die Hand nehme, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, was die Geheimwaffe ist. Es ist nämlich ein Raketenwerfer. Und das ist nicht einfach nur irgendein Raketenwerfer. Ich meine, wir hatten einen Granatwerfer bei Mosander. Aber der hier ist wirklich gestört. Und das zeige ich an diesem Gebäude, was Mosander nicht zerstören konnte. Wir fangen mal leicht da oben an. Oh, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und los! Bam! So viel Zerstörungskraft. Seht ihr das? Das heißt, ich glaube, diese komplette Halle kann ich mit einem einzigen Raketenwurfverschuss kaputt machen. Ich kletter mal hier nach oben. Ich bin jetzt auf der Spitze von dem Haus, werde gleich dort nach unten springen und einen Schuss in den Boden setzen, um zu sehen, wie viel Zerstörungskraft hat dieser Raketenwerfer in meiner Hand. Das sieht so gefährlich aus und so falsch mit der Diamantspitzhacke. Was ist eure Einschätzung? Ich glaube, das Haus wird jetzt eskalieren und komplett weggesprengt werden. Deswegen mache ich das Ganze jetzt in 3, 2, 1 und los. Und hier schieße ich hin. Boom! Das Haus ist einfach in der Hälfte durch. Aber das gefällt mir nicht. Das muss hier noch weg. Und natürlich diese Hälfte muss hier auch noch weg. Das ist so krass. Oh nein, das sind wilde Rookies. Das tue ich nur. Oh! Hallo, Lamball. Tschüss, Lamball. Freunde, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal. YouTube sagt, das Video hier kann euch super gut gefallen. Das ist auf jeden Fall mehr Pervert-Content. Deswegen drückt mal drauf und schreibt in die Kommentare, ob es gestimmt hat. Ansonsten, tschüss.